Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zurück seid zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein DM-Haul. Meine Mutter und ich haben zusammen bei DM bestellt. Also viele Produkte, die ich euch zeige, sind nicht unbedingt nur für mich, sondern auch für meine Mutter oder meine Schwester. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Viel Spaß. Hier ist der große Karton. Yay! Und ist auch ein bisschen schwer, aber ich würde sagen, wir legen los. Das Erste, was mir hier in der Hand fällt und schon ein bisschen demoliert und kaputt sind, ist eine Blondierung. Und zwar ist das die L1++ 9-Stufen-Aufhellung. Dieses hier. Das ist nicht für mich, das ist für meine Mutter. Meine Mutter möchte nämlich ein bisschen heller werden. Sie hat schwarze Haare und wir haben das zweimal versucht, mit Color Before zu entfernen. Es hat am Ansatz ganz gut funktioniert, aber leider nicht so, wie wir es wollten. Keine Sorge jetzt für die ganzen Friseure unter euch. Wir werden ihre Haare nicht komplett blondieren, sondern wir werden Strähnchen reinsetzen, damit sie das langsam auffällen kann. Und ja, dafür haben wir diese genutzt. Mit denen habe ich eigentlich auch immer ganz gute Erfahrungen gehabt. Zum Beispiel, als ich dunkelbraun war, bin ich da auf einen Karamellblond gekommen. War sehr, sehr schöne Farbe. Und sorry, irgendwas habe ich an der Lippe kleben. Und ja, deswegen finde ich die Blondierung eigentlich ziemlich gut. Dann etwas für mich, das andere muss ich gleich raussuchen. Dann habe ich hier was Neues für mich, denn ich habe bei TikTok so einen Friseur war da, der hat gesagt, dass dieses Produkt hier für dicke Haare, strohige Haare sehr gut sein soll. Wie das steht, ist das auch für trockenes und widerspenstiges Haar. Das habe ich auf jeden Fall. Das ist dieses Garnier Fruities. Dieses hier. Macadamia ist das. Das ist jetzt die Spülung. Also ich bin jetzt erstmal, ich werde die jetzt erstmal ausprobieren, wie die ist, weil mein Shampoo und so alles leer ist. Und wie ihr wisst, verwende ich immer dieses Garnier Olive Shampoo, weil damit hätte ich immer sehr, sehr gute Erfahrungen, habe es jahrelang benutzt und wenn ich was Neues probiert habe, hat es nicht so funktioniert wie das andere. Aber diesmal dachte ich mir, ich wage mich wieder an was Neues ran. Und wenn ein Friseur sagt, dass etwas aus der Drogerie sehr gut sein soll, dann probiere ich das auf jeden Fall mal aus. Deswegen habe ich mir das schon mal bestellt. Dann haben wir hier so ein Silbershampoo mit Glanz, graues, weißes und blondiertes Haar. Pflegeformel mit Keratin und Silberweidenextrakt. Ja, also wenn wir meine Mutter blondieren, wenn die Strähnen werden wahrscheinlich gelb, orange werden. Das ist klar bei einer Blondierung, dass sie dann hiermit rüberspülen kann, damit die so ein bisschen leichten Silberstich kriegen. Mit dem hier haben wir eigentlich immer sehr, sehr gute Erfahrungen gehabt, auch als ich blond war, weil ich immer meine Haare damit gewaschen, um den leichten Gelbstich rauszukriegen. Und ja, mit dem hier kann man das auf jeden Fall hinkriegen. Hat bei uns zumindest immer funktioniert, wenn wir blondes Haar haben. Hoffentlich funktioniert es auch bei meiner Mutter. Bei meiner Mutter funktioniert meistens nicht immer alles gut. Dann, das ist für meine Mutter und meine Schwester oder hauptsächlich für meine Mutter dann. Sie kommt mit diesen Balea-Shampoos. Intensivpflege ist das. Beanspruchtes und geschädigtes Haar. Das wäre eigentlich auch was für mich. Aber immer wenn diese Balea-Shampoos waren nie was für mich. Die haben bei mir nie funktioniert. Aber für meine Mutter hat das ganz gut funktioniert. Sie hat so mitteldickes Haar. Also jetzt nicht so dickes Haar wie ich. Aber sie hat sehr gesunde Haare. Aber trotzdem kam sie mit dem hier immer sehr, sehr gut klar. Deswegen hat sie sich dieses wieder dazu gekauft. Dann brauchte ich wieder meine Feuchttücher. Das sind meine Allrounder. Das sind die Reinigungstücher 3 in 1. Die reinigt, entfernt wasserfestes Make-up für Gesicht, Lippen und Augen, für trockene und sensible Haut. Finde ich sehr, sehr gut. Nur habe ich mich beim letzten DM-Haul auch schon gewundert, warum die Packung so klein ist. Und bei dem Review-Haul habe ich durch euch dann, das verlinke ich euch mal hier oben, je nachdem, welche Seite das ist, verlinke ich euch das mal, was ich da großartiges, schönes gefunden habe. Klickt euch auf jeden Fall mal da rein in meine Review. Da update ich euch immer für die Produkte, die ich neu für mich getestet habe, wie sie bei mir gewirkt haben. Und einfach nochmal so als Review, damit ihr noch ein bisschen mehr erfahrt. Also klickt auf jeden Fall mal da rein. Das nächste Produkt ist das Hautreinreinigungspflegemaske, dieses hier. Ja, das ist einfach für unreine Haut. Manchmal neige ich unter sehr krassen unreinen Hauten. Unreine Haut so rum. Und Balea-Produkte finde ich eigentlich immer ganz gut.
kann nichts Großartiges da sagen. Mit rosa Tonerde, befreit die Haut von Unreinheiten, reinigt Poren tief, fühlbar reine und frische Haut. Ja. Die habe ich immer ganz gerne benutzt. Und jetzt habe ich sie mir wieder neu gekauft, weil das dringend sein musste. Dass ich auch mal wieder so eine Maske habe, so ein 3-in-1 quasi. Finde ich eigentlich immer richtig praktisch. Deswegen hole ich die immer ganz gerne. Ja, hier haben wir dann nochmal die Spülung dazu, Intensivpflege. Das für meine Mutter. Als Spülung gehört immer dazu. Und das kam auch mit. Dann dürfen natürlich auch wieder Wattepads nicht fehlen. Das sind die ganz normalen, günstigen von Evelyn. Ja, nichts großartig Stickspannendes. Dann habe ich hier ein Essence Repair Nagelöl, weil meine Nägel sehr, sehr trocken sind. Und die sind hier, damit man hier so an den Nagel die so ein bisschen repairen, also reparieren kann, weil die, bei mir, ich will gar nicht drüber reden, wie kaputt meine Nägel momentan sind. Ich weiß nicht, was da los ist und tut mir leid, dass mein Oberteil hier immer so runterrutscht. Auf jeden Fall durfte das mal mit. Wir hatten immer mal welche zu Hause und die von Essence sind eigentlich ganz gut, kann man nicht meckern, finde ich. Und dann, ja genau, dann habe ich hier den Shampoo von der Macadamia Hair Food Reihe. Ich bin ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr spannend, ob die mir helfen, weil momentan habe ich wieder sehr, sehr, sehr trockene Haare. Wie ihr sehen könnt, ich habe die gekämmt und es ist heute zwar nicht ganz so schlimm, aber manche Tage sind wirklich sehr, sehr schlimm. Deswegen mal gucken, wie die sind. Guckt euch auf jeden Fall demnächst meine Review dazu an. Ich werde euch im nächsten Monat auf jeden Fall dann darüber berichten können. Dann als vorletztes haben wir hier dieses Reinigungsöl. Das habe ich immer sehr, 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 sehr gerne benutzt, weil ich liebe das, wenn ich einfach mir so etwas ins Gesicht schmieren kann und damit alles aus meinem Gesicht machen kann. Auch die wasserfeste Wimperntusche, die ich ja mittlerweile nutze. Ich habe früher nicht so gerne wasserfeste Wimperntusche benutzt, einfach weil ich es nicht richtig abbekommen habe. Und dann habe ich immer das hier verwendet und dann geht meine wasserfeste Wimperntusche super ab. Deswegen kann ich euch das hier super empfehlen. Finde ich richtig gut. Ist ein Öl, es pflegt dann auch nochmal extra eure Haut. Und also das ist schon mal ein sehr, sehr großer Favorit von mir. Kauft es euch auf jeden Fall nach, falls es nicht schon getan habt. Dann haben wir hier, was auch nicht fehlen darf, ne? Das sind die Glitzy Veleda Topfreiniger. Wir nutzen die jetzt nicht unbedingt fürs Topfreinigen, sondern einfach für den Umfeld in der Küche sauber zu machen. Solche Schwämme dürfen nie fehlen. Die sind auch meistens immer bei jedem DM-Einkauf dabei. Und ja, das nächste. Ich habe euch hier eben gesagt, das wäre das vorletzte, aber das ist nicht so. Kommen wir jetzt zur Tierbedarf. Einmal haben wir hier dieses Rein, dein bestes Rein- und Lachs-Klassisch Katzenfutter. Dieses hier. Und dann auch einmal dieses dein bestes Sensitive Reich an Huhn und Gelee ab ein Jahr. Dieses hier. Ich bin ehrlich zu euch, wir nutzen eigentlich so einen aus so einem Online-Shop. Ich bin mir nicht sicher, meine Mutter bestellt das immer. Das ist eine Dose für Katzenfutter und das ist auch viel, viel gesünder für eine Katze. Bei denen hier sind meistens ganz viel Zucker drin und das ist nicht unbedingt ganz so gut. Okay, bei diesen beiden hier ist nicht so viel Zucker drin und es ist auch... Hier steht jetzt ohne Zuckerzusatz, aber bei diesen Produkten ist meistens immer etwas Zucker drin. Das ist nicht so gut für die Tiere. Aber da wir momentan nicht bestellen können, weil irgendwie keine Produkte mehr da sind, was sehr, sehr komisch ist. Warum? Ich kann auf jeden Fall unseren Katzenfutter, den wir für unseren Gizmo haben, nicht liefern. Deswegen kaufen wir jetzt erstmal momentan diese hier. Und die sind ganz okay. Er isst die auch ganz gerne, aber... Trotzdem, irgendwann, wenn wir es wieder liefern können, dann bestellen wir wieder das alte Katzenfutter, was auch ein bisschen gesunder für ihn ist. Ja, dann haben wir hier diese Seifenpads, also diese hier. Meine Mutter hat neulich gemeckert, warum wir keine mehr haben.
Ich habe die schon mal verwendet, aber ich habe die jetzt schon lange nicht mehr verwendet. Ich habe sie verwendet, aber schon lange nicht mehr. Es ist bestimmt schon fast 2 Jahre her, dass ich die nicht mehr verwendet habe. Aber wenn wir sie dann mal hatten, fand ich die eigentlich sehr, sehr gut. Damit kann man sehr, sehr gut die Töpfe reinigen, wenn sie so ein bisschen angebrannt sind. Wenn ich koche, brennt bei mir häufig sowas was an. Deswegen finde ich die auch sehr, sehr praktisch und gut, dass meine Mutter mal wieder daran gedacht hat, die zu bestellen. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Also sind sehr, sehr gut. So, was haben wir hier noch drin? Genau, okay. Dann haben wir nochmal hier die Scheuerspiralen aus Edelstahl. Die sind auch sehr, sehr, sehr gut. Kann ich euch auch auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist auch das Perfekte, wenn ihr so ein bisschen angebrannt an den Töpfen habt, dann kriegt ihr das damit richtig gut ab. Also kauft es euch auf jeden Fall mal nach, falls ihr es nicht schon mal gemacht haben solltet. Dann, wenn ihr das nicht in eurem Haushalt habt, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht, Leute. Wirklich. Dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Auf jeden Fall, ja, sehr zu empfehlen. Kauft es euch. Ja, okay, das Rest ist nur dieses Katzenfutter, was ich euch eben schon gezeigt habe. Ja, das war's dann eigentlich auch schon mit dem Haul. Wie gesagt, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr mehr DM-Holz von mir sehen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Dann verpasst ihr auch nicht meine Reviews dazu. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Der Nachteil ist, ich muss die ganze Scheiße dann auch wieder erstmal da reintun, um die überall hin zu transportieren. Am besten einfach alles wieder in die Tüte und so. Dann kannst du das alles ins Badezimmer mitschleppen, dann hast du die Probleme nicht. Tipp von mir an euch.